Was jetzt? Oh, du bist ein Kackbubel. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ihr habt einfach am allermeisten für Balu abgestimmt. Und hier ist er. Das ist Balu. Fisch, sag hi. Ja, prima. Ich erzähle euch heute etwas über die Herdenschutzhunde. Balu ist nämlich auch ein Herdenschutzhund. Er ist ein Kangai-Chardonnay-Mischling und auf jeden Fall nicht reinrassig, auch wenn er ursprünglich als reinrassig abgegeben wurde. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen näher rangeholt und ich dachte, wir fangen erstmal damit an zu klären, was ein Herdenschutzhund überhaupt ist. Ja, ein Herdenschutzhund ist ein sehr großer und kräftiger Hund, der naturgemäß in bergigen Gegenden eingesetzt wird, um Schafs- oder Hühnerherden etc. etc. zu schützen. Es ist so, dass Raubtiere in bergigen Gegenden sehr schlecht Futter finden, weshalb Herdenschutzhunde deswegen dort eingesetzt werden, um ihre Herde vor äußeren Einflüssen, Fremdlingen, wie zum Beispiel Menschen und auch Tieren eingesetzt werden. Wenn ein Herdenschutzhund effektiv schützen soll, muss er bestenfalls in eine Herde schon reingeboren sein und auch permanenten Kontakt zu dieser Herde haben, da sie dann diesen ausgeprägten Schutzinstinkt entwickeln. Ich dachte, dann machen wir jetzt direkt auch mal weiter mit dem Charakter, dem Schutz und dem Territorialverhalten. Ja, das Schutz- und Territorialverhalten gehört auf jeden Fall zu den am meisten ausgeprägten Eigenschaften eines Herdenschutzhundes. Ja, es ist so, dass der Herdenschutzhund sehr energiesparsam arbeitet. Das bedeutet, sie sind erstmal sehr zurückhaltend und schauen sich etwas erst aus der Ferne an. Sobald es aber zu dem geringsten Anflug von einer Gefahr kommt, dann kommt es direkt zur Abwehr. Und das machen sie einfach, um ihre Kräfte bestmöglichst zu nutzen. Und das ist quasi, dass sie dauerhaft in einem Energiesparmodus sind. Einfach, damit sie sich ihre wirklich guten und starken Kräfte dafür aufheben, wenn es dann wirklich mal zur Gefahr kommt und sie halt abwehren müssen. Ansonsten sind Herdenschutzhunde sehr zurückhaltende, gemütliche und entspannte Hunde, die nicht dauerhaft so viel Action brauchen. Ganz besonders zeigt sich dieses Schutzverhalten auf jeden Fall in der Nacht, da Beutetiere in ihrer Natur sich dann ungestört fühlen und dementsprechend auch eher dazu neigen, anzugreifen. Und dieses extreme Schutzverhalten in der Nacht ist auf jeden Fall genetisch fixiert, sowie auch genetisch veranlagt. Also da kann man eigentlich nichts gegen machen. Das ist auch keine Sache von Erziehung oder dergleichen, sondern das ist einfach genetisch gegeben. Herdenschutzhunde sind auch sowieso mega eigenständige Tiere, da sie in ihrer Herde total ungestört und unabhängig von ihrem Hirten arbeiten. Das bedeutet, sie brauchen den Hirten nicht, ganz und gar nicht, aber sie brauchen trotzdem die Nähe und den Hirten als Bezugsperson. Das ist super wichtig, die sind sehr, sehr liebebedürftig, aber nichtsdestotrotz arbeiten sie eigenständig und auch wenn sie dann zum Beispiel in einer Herde sind, da setzen wir nämlich auch meistens zwei Herdenschutzhunde ein, dann machen die es nämlich so, dass die Hunde sich untereinander automatisch abwechseln. Also die haben dann wie so Schichten quasi, die sie einlegen, wo sie dann ja eben auf die Herde aufpassen. Daher ist die Erziehung auch wirklich schwieriger, als man denkt, weil sie eben in ihrer Natur so eigenständig arbeiten und eben den Menschen überhaupt gar nicht brauchen. Aufgrund des ausgeprägten Schutz- und Territorialverhaltens sind diese Hunde meistens unverträglich mit anderen Artgenossen. Aber mit einer sehr frühen und guten Sozialisierung kann man dem auf jeden Fall entgegenwirken. Es ist aber auf jeden Fall keine Versicherung dafür, dass die Hunde später, wenn sie erwachsen werden und ihre Pubertäten erstmal durchlebt haben, wirklich verträglich sind mit anderen Hunden. Und da sprechen wir definitiv aus Erfahrung. Herdenschutzhunde, anders als die normalen Hunde, sind auch nicht mit einem Jahr ausgewachsen und vor allem erwachsen im Kopf, also wirklich ganz und gar nicht.
Herdenschutzhunde haben eine sehr, sehr lange Entwicklungsphase. Das bedeutet, dass sie meistens erst zwischen 3 und 4 Jahren wirklich endgültig ausgewachsen sind, körperlich als auch geistig. Also Baloo zum Beispiel ist jetzt 2 Jahre alt und er ist im Kopf noch so ein Baby. Er legt sich auch auf den Rücken und spielt so mit seinen Pfoten und also wirklich wie ein Junghund. Das ist so krass. Und er hat jetzt gerade auch seine 3. Pubertätsphase. Herdenschutzhunde haben im Durchschnitt 3 bis 4 Pubertäten, während ein normaler Hund einfach nur eine Pubertät hat, so im Alter zwischen 4 und 9 Monaten ungefähr. Das ist eben ein großer, großer Unterschied, weshalb ein Herdenschutzhund auch einfach ein bisschen mehr Arbeit und Geduld erfordert als eben ein normaler Hund. Wundert euch nicht, ich nenne die anderen Hunde immer gerne normale Hunde, was aber nicht bedeutet, dass ich sie irgendwie abwerten möchte oder sonst irgendwas dergleichen. Nur damit ihr mal so den Vergleich habt zwischen einem Herdenschutzhund und einem anderen Hund. Ganz wichtig ist auch noch zu sagen, Herdenschutzhunde sind keine Athleten, sondern wirklich mega gemütlich und sie lieben es zwar rauszugehen, sich zu bewegen und Spaziergänge zu machen. Und auch Baloo rast mal übers Feld wie ein Verrückter, aber genauso sehr liebt er es auch, einfach nur zu chillen. Weiter geht's zur Erziehung. Also die Erziehung ist im Großen und Ganzen eher schwierig und auch langfristig, beziehungsweise eigentlich ein Leben lang. Einfach aus dem Grunde, dass wenn man einen normalen Hund hat, bringt man dem etwas bei und der Hund weiß dann auch Bescheid, hey, wenn das Kommando kommt, dann muss ich das und das machen, dann werde ich dafür belohnt, alles ist super. Beim Herdenschutzhund kann man das wirklich komplett vergessen. Leute, denkt nicht, dass wenn ihr eurem Herdenschutzhund Sitz beigebracht habt, dass er das dann beim ersten Mal sagen auch wirklich macht. Nein. Ein Herdenschutzhund muss immer alles erstmal hinterfragen. Wenn ich ihn auf dem Feld abrufe und ihm sage Stopp, dann bleibt er zwar stehen, nicht immer beim ersten Mal, manchmal auch erst beim zweiten Mal, manchmal muss er sich auch 3-mal überlegen, aber er bleibt stehen. Das erste, was er macht, ist erstmal schauen. Er steht und schaut erstmal total wild so durch die Gegend und könnte da jetzt was sein? Warum muss ich jetzt stehen bleiben? Gibt es dafür einen Grund? Und so hinterfragen die, weil die einfach von der Natur aus so selbstständig arbeitende Tiere sind, dass sie es manchmal einfach nicht einsehen. Sie verstehen den Sinn gerade nicht, warum sie stehen bleiben sollen, warum sie sich hinsetzen sollen, etc. etc. Und das ist auch der Grund, warum sie dann immer hinterfragen. Wenn ihr also wollt, dass euer Herdenschutzhund sich hinsetzt, und ihr gebt das Kommando einmal, dann würdet ihr euch erstmal anschauen und sagen so, und warum soll ich mich jetzt hinsetzen? Dann sagt ihr ein zweites Mal, vielleicht etwas strenger, dann sagt ihr so, oh, ernsthaft, es gibt für mich gerade keinen Grund. Nach dem dritten Mal, wenn man dann ganz streng geworden ist und wirklich auch ein bisschen laut wird, dann sagt ihr, ja, okay, ey, dann setze ich mich halt hin. So, das ist halt der typische Herdenschutzhund, wie er reagiert und vor allem, wie er denkt. Also ein Herdenschutzhund wird niemals ein Will to Please haben. Niemals. Es wird nicht passieren. Der wird nicht neben euch laufen wie ein Schäferhund und euch anschauen und sagen, ey, bitte gib mir eine Aufgabe, ich möchte jetzt was tun. Nein, nein, nein. Wenn ihr also richtig coole Sachen mit eurem Hund machen wollt und Hundeschule und 30 verschiedene Tricks, dann holt euch keinen Herdenschutzhund, weil der hat da keinen Bock drauf. Also mein Baloo spielt auch mal gerne mit dem Stöckchen und bringt mir auch gerne sein Bällchen und hört auch grundsätzlich wirklich für einen Herdenschutzhund richtig, richtig gut. Aber das muss nicht sein. Also ihr werdet bestimmt, wenn ihr euch überlegt, einen Herdenschutzhund zu holen, auch des Öfteren mal ein wenig an ihm verzweifeln. Aber es sind so liebenswerte, sanfte Riesen, die man einfach nur lieb haben kann. Kommen wir jetzt nun zu der Erziehung. Es ist so, dass man bei einem Herdenschutzhund nicht weit damit kommt, Gewalt anzuwenden, sehr laut zu werden oder was es auch immer für Erziehungsmöglichkeiten gibt auf dieser Erde. Das bringt euch alles gar nichts. Beim Herdenschutzhund ist es nämlich so, was man eigentlich auch bei einem normalen Hund so machen sollte, was aber natürlich nicht jeder macht, ist das Negative nicht immer zu bestrafen, sondern das Positive zu bestärken. Das bedeutet, wenn ich meinem Hund das 5. Mal gesagt habe, dass er bitte zu mir kommen soll, dann brauche ich ihn nicht anschreien dafür, dass er erst auf dem 5. Mal zu mir kommt, sondern dann lobe ich ihn dafür, dass er überhaupt zu mir gekommen ist. Ansonsten fangen diese Hunde nämlich an abzustumpfen. Also je mehr negativen Input man gibt, desto mehr schalten sie auch auf stumm. Irgendwann haben sie keinen Bock mehr, sie hören nicht mehr zu
Und ja, natürlich werde ich auch mal laut und ich werde auch mal streng, keine Frage. Und das ist auch völlig normal, weil diese Hunde manchmal natürlich auch so ein bisschen ja, merken müssen, dass man es ernst meint. Aber dauerhafte Negativität bringt einen nicht weiter bei der Erziehung eines Herdenschutzhundes. Was auch noch ganz wichtig zu sagen ist, dass etwas, was der Hund erlernt hat, was er auch kann und was auch zu 100% noch in seinem Kopf ist, das wird aber ganz schön mal vergessen. Und er tut dann so, als hätte er das nicht gelernt und als hätte er dieses Kommando noch nie gehört. Das ist völlig normal. Da einfach Ruhe bewahren, Geduld zeigen und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geduld, Geduld, Geduld. Bei diesen Hunden braucht man unfassbar viel Geduld, ganz viel Ruhe und ganz viel Nerven. Es ist halt wirklich so, dass diese Hunde nicht einfach zu erziehen sind, aber es ist machbar, gerade wenn man im Welpenalter auch schon damit anfängt. Und alles, was er im Welpenalter durfte, wie zum Beispiel, was ich auch gerade sehe, das Deckenkauen, was er bei meiner Mama zu Hause durfte, was er bei mir nie durfte. Aber wie ihr seht, bleibt es drin. Wie ihr seht, möchte er gerade in den Fokus. Natürlich unterbinde ich das auch. Aber Dinge, die sich im Welpenalter festigen, bekommt man wirklich sehr, sehr schwierig nur wieder raus aus dem Hund. Ist bei jedem Hund so, aber gerade bei den Herdenschutzhunden sind die ersten 8-9 Monate wirklich super, super wichtig, was die Erziehung angeht. Dann hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert mich auch gerne, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, denn es gibt immer was vom Baluchen zu sehen. Und ansonsten folgen in den nächsten Videos auch wieder Rezepte und auch ganz sicher bald wieder Trainingseinblicke. Ich bin nämlich jetzt auch wieder fleißig im Gym. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Da beantworte ich euch natürlich alles, was ihr zu Herdenschutzhunden wissen möchtet. Ich hoffe natürlich auch, dass das Video hilfreich war für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn ihr also von eurem Herdenschutzhund wollt, dass er sich hinsetzt, Püsch, du bist im Weg. Hey, geh mal. Ab jetzt. Gut. Was jetzt? Wenn er läuft. Mal sitzen. Balu. Gut. Prima.